Schnibbel die Schnapp und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Legacy of the Void, die Beta im Archon-Mode. Mit mir, dem Nefkara. Und mit mir, dem Maxima. So, viel Text. Genauso sind ja auch die Folgen. Die sind ja auch vom Namen her schon voll riesig. Nicht so riesig wie die Road to Grandmaster-Dinger. Wir haben Freitag, also ihr habt Freitag. Ich weiß gar nicht, ob ich mich freuen würde, wenn jetzt schon Freitag ist. Da bin ich genau zwischen, ich habe gestern schon gearbeitet und jetzt schon, und gerade bin ich am Arbeiten noch. Die gute Maxi und ich sind eigentlich Dauer am Wirken jetzt. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Oder wie früher die Peons in Warcraft 3 gesagt haben, Arbeit, Arbeit. Und wenn man dann Rechtsklick auf den Gegner gemacht hat, mit den Arbeitern kam, das war's, ich bin tot. Mein Lieblingssatz. Hoffentlich passt das heute mal mit den Farben überein. Ich bin mal gespannt, was wir sind. Bitte nicht Protoss, weil dann machst du alles. Da habe ich nämlich keine Ahnung, da helfe ich dir dann nur, aber spielen musst dann du eigentlich mehr. Nein, wir sind wieder beide rot. Ich fass es nicht. Ah, herrlich. Das Spiel ist so verbuggt. Hier müssen wir vielleicht viel Farbe aktivieren oder so. Ja, mach ich direkt jetzt. Terraform LE. Ich weiß nicht, ob das eine Rush-Map ist. Hoffentlich sind wir Terra, weil Terra gegen Zerg, dann könnten wir direkt Mech-lastig spielen. Wie auch man auch sieht immer. Sieht nicht rushig aus. Die sieht... Guck mal, die hat... Ja, die ist so kreisförmig, die hat, ne? Überall Steine. Oh, wir sind auch Zerg. Lol, guck mal, der Gegner wird auf der Karte markiert. So wie im Tutorial. Also, ne? Ja. Ach, verdammt. Ich wollte doch direkt exen. Ich hab's irgendwie verkackt gerade. Ich nehme hier einen zum Exen, ja? Und du machst direkt Pool. Pool, Pool, Pool. Pool, Pool, Pool. Pool, Pool. Lol, okay, du hast Pool zuerst gemacht, ich wollte noch Exen gehen. Ja gut, dann ist mein Worker umsonst da unten rumgelaufen. Ja, ich dachte, du machst Pool. Ich so, ja, mach ich Pool. Nein, ich hab gesagt, ich mach Exe. Ich hab gesagt, ich mach Exe, du machst Pool und du Pool, Pool und dann bumm. Ja gut, dann bauen wir jetzt den Ovi, ne? Den einen parken wir links und der eine geht scouten. Also der soll einmal quer rüberfliegen. Die sind auch Zerg, ne? Ja. Gott. Die wissen aber nicht, dass wir Zerg sind. Und wenn, wenn der Brutschein-Pool steht, ja, wir sind richtig scheiße. Also jetzt könnte es sein, dass wir wirklich auf die Fresse kriegen. Letztes Mal war ich noch Terra, wobei wir haben letztes Mal auch schlecht gespielt. Weil ich mache den Sammelpunkt da unten. Wenn das fertig ist, jetzt der Pool, dann eine Queen. Also jetzt kannst du dir gleich oben eine Queen andrücken. Ja, ich mache die Queen. Ja. Kommunikation und so, ne? Haben wir ja im 3 und 3 auch schon festgestellt. Kommunikation! Ist alles. So, Queen müsste schon in der Mache sein. Und ein Stachelkrabbler. Ich mache einen oben hin jetzt und dann, Ja, okay. Und unten halt auch, ne? Der Overlord von denen kommt halt gerade auch scouten. Ich mache 3 Scouting-Zirklinge nach unten, ja? Nur 3 Stück. Alles klar. Deswegen haben wir gerade keine Minerals. Jetzt kannst du wieder Worker pumpen. Sollten wir nicht sowas wie... Gas? Ja. Ja, setze ich beide an. Aber jetzt Worker halt durchpumpen. Worker und Queens. Und Kotzen halt nicht vergessen. Ah, ich weiß gar nicht, wo der am besten stehen sollte. Oben die Queen. Kotzt du schon? Ja. Was mir aufgefallen ist, wie kann man Tastenbelegung wieder löschen? Das weiß ich nämlich bis dato nicht. Gar nicht? Der soll ich Badegas besetzen? Ist da vorne stehen geblieben? Ja. Unten mache ich gerade auch eine Queen. Wir müssen hart Worker pumpen, ne, jetzt. Die haben auch geäxt. Brauchen einen Overlord. Die kommen mit Zergling gerade. Wir brauchen Roadtrollen, aber wir brauchen jetzt Worker. Wir haben keine Worker mehr. Aber Overlord habe ich übrigens schon einen gemacht. Der ist gerade rausgekommen. Ja, dann solltest du mir das sagen, bevor du deinen behinderten Satz vollendest. Ich hab vorher schon gesagt, ich mache einen Overlord. Und sagst du 10 Sekunden nach mir, ich mache einen Overlord. An der Stelle übrigens, du kannst ihn jederzeit auch wieder killen, aber egal, wir brauchen jetzt... Ja, wir brauchen jetzt den... Roach Warren! Aber den können wir nicht machen, weil wir zu wenig Worker haben. Wir haben nicht genug Worker, dementsprechend kannst du das jetzt knicken. Wir brauchen einen Haufen Worker.
Wir haben zu viel Gas. Ja, da kommen sie. Ja, dann sollten wir zumindest aus einem Gas... Die sind schon bei uns vor der Tür, die kommen jetzt rein, die haben Speedlinge erforscht. Die sind drin, die sind oben. Sollten wir vielleicht auch Speedlinge erforschen, das mache ich jetzt. Haben wir gar nicht die Minerals für. Doch. Was wir brauchen, ja, Doppel-Ovi brauchen wir jetzt. Wir haben immer noch keinen Roadrone stehen. Mach ich jetzt, ja? Ja, wir brauchen immer noch drei Worker überall an unten, oben, wie auch immer. Ja, wir brauchten gerade eben Minerals, dementsprechend habe ich sie auch rausgezogen. Ich habe unten abgegradet. Wenn die jetzt nämlich mit Muten ankommen, haben wir leider verkackt. Und ich hole uns die dritte. Warum funktioniert das nicht? Jetzt. Würdest du mal hier entgegenkommen? Boah, du lächerlicher Worker, ey. Mit der Doppelklick-Maus spielt es sich unglaublich beschissen. Boah, ich krieg nicht einen Worker angeklickt. Also wenn es um Echsen geht, musst du das machen. Ich kann keinen Worker einzeln anklicken. Habe ich jetzt gerade das erste Mal hinbekommen nach 100 Jahren. Ich pumpe wieder zwei Ovis. Alles klar. Du, wenn du oben die Worker zum Bauen benutzt, musst du oben auch neue Worker hinsetzen. Die verpuffen ja dann einfach. Bau unten noch eine Queen. Damit wir uns unten halt lang schleimen können. Wieso kann ich kein Overs hier machen? So. Mach. Ich pumpe noch zwei Overlords. Ach so, ja. Und Bewegungsupgrade. Wir brauchen Upgrades langsam. Roaches haben wir viele. Die haben auch schon die dritte geholt. Dann mache ich... 100 pro, 100 pro. Nix eher. Warum greifen die an? Auch nur Roaches. Wir könnten eher spielen. Oder mehr Roaches oder Upgrades oder... Ich hab's schon komplett gescoutet gerade. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich weiß nicht, ob du die beiden Gebäude auch schon gebaut hast, aber die baue ich jetzt zumindest dahin. Ich habe unten eine Queen gemacht, die extra dazu da ist, um uns voranzuschleimen. Wollen wir vielleicht Hydras machen? Ja, gerne. Gut, aber wir haben halt momentan... Ja. Ich pumpe halt gerade Worker. Das ist nicht unser. Da war ein Zergling, der nicht unser Zergling war. Zu viele Worker hier oben verloren. Muss ich nachsetzen. Es gibt nur noch ein Upgrade für Hydras. Da sind die Roaches, die haben schon Upgrades. Er hat noch eine Echse. Ja.
Ja, wir sind halt keine Zerg-Spieler, ne? Ich bin kein guter Zerg-Spieler. Ich nehme meine Drohne und gehe nochmal exen. Ja, kannst du gerne gleich machen. Ich habe gerade halt Hydrin gepumpt. Ich weiß nicht, ob wir die Minerals gerade haben. Brauchen halt mal was Stärkeres, als die haben. Ich habe auch schon Hydras gepumpt. Okay. Ich nehme oben mal ein paar Worker weg und pack die nach unten. Wir haben oben genug. Ach lol, ja. Guck mal, wo die Roaches schon sind. Ja. Wir haben zu wenig Ovis. Die werden gerade alle abgeschossen, weil wir ja die ganze Zeit diese Fuck-Overlords haben. Die ich nicht mag, Overseer, die sterben die ganze Zeit. Ich habe nur zwei gemacht. Das sind drei. Ich habe gar keinen gemacht. Brauchen alle Queens dazu. Nee, wir haben schon verloren. Bin zu schlecht als Zerg. Ich kann mich gegen einen richtigen Zerg-Spieler nicht wehren. Nur schade drum, oder? Wir haben zu wenig geäxt. Wir müssen anscheinend immer exen. Alle paar Sekunden exen. Zu wenig Worker gehabt. Oh, jetzt haben wir verloren. Boah, egal. Ich bin kein Zerg-Spieler. Macht mir jetzt nicht unbedingt die Bohne aus. Haben halt Scheiße gemacht. Ich kann das noch nicht. Ich bin dafür nicht gut genug. Na, Punkteübersicht müssten die weit über uns sein. Korrekt, über 10.000. Ja, doch, glatte über 10.000 drüber. Haben halt, guck mal, viel die gepumpt haben. Komm, die haben halt wahrscheinlich so hart geäxt, dass wir nicht hinterhergekommen sind. Einer von denen war bei mir wieder blau, versteht sich. Replay als Gruppe schauen, genau. Geht's jetzt zu Level 5, da hast du mich eingeholt. Vernichtete Einheiten haben wir lustigerweise zwei mehr. Was sagst du zum Match? Noch da? Was soll ich dazu sagen? Hast du gesehen? Wir hatten einen höheren Wert der Armee und die hatten mehr Worker und dann haben die halt uns halt platt gemacht. Exen, pur Exen müssen wir. Die ganze Zeit, wenn wir Zerg sind. Durchgängig. Immer wenn 300 da ist, puff Exe, die ganze Zeit. Sollen das funktionieren? Man muss doch Einheiten pumpen. Haben die nicht getan. Hat man gerade gesehen. Ach, jetzt geht das wieder nicht. Jetzt sind wir wieder beide als rot angezeigt. Ja, egal. Als wir Bootschein Pool gemacht haben, haben die geäxt. Das ist ja das, was ich machen wollte. Aber nicht schlimm, wir haben uns halt schlecht miteinander kommuniziert. Ich habe halt gesagt, was ich machen möchte und was du danach machen kannst. Und dann hast du es aber zuerst gestellt. Passiert. Ich finde, wir sind kommunikativ aber besser gewesen wie letztes Match. Was meinst du? Ich finde, wir haben uns gesteigert. Ja, wir haben natürlich durch den Ovi gerade ein bisschen Vorsprung, ne? Mal gucken. Ach guck mal, die haben den Gastrick versucht hier und haben den dann gemacht. Momentan, ja. Zweifache reicht, oder? Oder soll ich noch schneller machen, Nino, oder? Ich denke, ist gut so. Ist mir egal. Ja, ich würde das halt gerne analysieren. Ich gucke mir das halt gerade schön an. Ja, Zerglinge haben wir genau gleich viele gehabt. 6-6. Ne, der hat nur 5. Wo ist der? Ne, 6-6. Rot-Rot. Ja, jetzt fangen die halt an. Uns halt... Der hat eigentlich gar nichts noch.
Ah ja, da haben die halt Doppelgas besetzt, ne? Und die halt nur eins. Das war unser Fehler. Ich weiß aber auch nicht. Ich glaube, bei Zerg besetzt man einfach kein Doppelgas am Anfang. Na gut, aber wir sind ja auch keine Zerg-Spieler. Na doch, man setzt dann Doppelgas, wenn man dann Roadschuss direkt haben will. Ja, trotzdem warten die doppelt so viele oder so wie wir, ohne doppeltes Gas. Ja, jetzt hat er halt den Roadstroll stehen und wir glaube ich noch nicht, ne? Nee. Ja gut, wir hatten ihn halt einfach nicht. Ja, die gehen uns halt, bei den Workern sieht man das ganz gut, da gehen die uns halt gerade voll auseinander, die haben halt viel mehr Worker als wir. Ja, 5 Stück, wow. Ja, aber schon die nächste Echse. Wobei, die wollte ich jetzt auch ziehen, also so weit dahinter waren wir jetzt gar nicht. Ich bin auch ziemlich sicher, dass die nicht so viel geX haben, wie du meinst. Naja, die haben die. Und das dürfte eigentlich gereicht haben, weil wir haben die ja, hier. Eine mehr als wir. Die hier haben wir nicht benutzt, da war kein Worker dran an der. Das heißt, die haben 2 mehr als wir gehabt. Da war kein Worker dran an der. Kam ich nicht, weil die sich gleich hier, weil die sich hier gegenüber hinstellen können. Fürs nächste Mal auf der Map, da zu exen ist nicht gut. Jetzt sieht man das halt. Wir haben jetzt halt doppelt so viele Roaches. Und einkommenstechnisch sind wir eigentlich ganz ähnlich. Nee, die sind über uns. Die Beobachter waren ganz gut. Die haben wir auch gebraucht. Die braucht man halt immer. Ich bin jemand, der verpeilt sowas gerne mal. Gut, dass ich da die gute Rita habe. Weil der gute Daniel und der gute Michi, die verkacken das gerne mal. Ach, guck mal da. Deswegen haben wir das so hart verkackt. Die sind schon an den 2er-Upgrades dran, wo wir gerade an den 1er angefangen haben. Gut geschleimt. Wir müssen halt lernen, Sachen parallel zu machen. Also so, dass du auch was richtig, richtig übel was machst, genauso wie ich dann. Der eine Typ hat wahrscheinlich immer sich um die Echo gekümmert hinten. Hat er auch ganz gut gemacht. Der andere hat halt die Roaches gesteuert. Hatten ja keine Hydren. Ne. Ist auch gar nicht auf Hydren gegangen. Hat nur Roaches gespielt. Aber halt unglaublich viele, ne? Wobei es geht. 14 mehr als wir. Ist halt trotzdem mehr. Und höhere Upgrades halt. Finde das schade, dass man... vielleicht sollte man die Queens, sollte ich die Queens alle auf eine Taste legen. So. Ah, jetzt halt, ne? 20 Roaches mehr. Und insgesamt ist dann 41 zu 32 die Einheitenzahl. Und dann haben die halt höhere Upgrades als wir. Ja, die haben 20 mehr Roaches, also 41 gegen 21. Ah, wir haben aber Hydren und die sind stärker. Davon haben wir 15, aber die Upgrades sind halt schlecht bei uns. Wir haben ja... Hat nichts gebracht? Nee, hat's auch nicht. Wir haben ein ganzes Upgrade-Ding hinter. Guck mal, die haben 2-2, wir haben 1-1. Mussten wir verlieren im Kampf. Wir haben halt ein Upgrade mehr gehabt. Das hat halt gereicht. Das eine Upgrade hat uns halt total auseinandergenommen. Weil Roger sind die stark. Ah, 2 Upgrades. Panzerung und Angriff, ne? Ja, aber das heißt ja 1. Die haben 1 höher. 1-1 mehr. Wir haben 1-1 und die haben 2-2 gehabt. Das ist ja dann 1. Aber das ist halt stark, ne? Wenn du das dann 1 höher und Roger's. Eigentlich sind Hydra sehr stark, aber halt nicht, wenn die Upgrades von den anderen deutlich höher sind als unsere. Ja, egal, wir haben unser Bestes gegeben. Wenn ihr Taktiken kennt in dem Spiel, für alle Rassen, ja, also wenn ihr Legacy of the Void Taktiken kennt, bitte schreibt uns, ja, genau, bitte schreibt uns die in die Kommentare. Wir haben null Plan, wir machen hier Freestyle ohne Ende. Deswegen war ja auch 2-3 Mal Supply blocked eben. Aber eigentlich, dafür, dass wir gefreestylt haben, waren wir immer sehr nah. Abgesehen davon, dass das Spiel komplett neu ist, als andere Openings gibt, sind wir auch noch 2 Deppen hinter einer Rasse. Ja, richtig. Das Problem ist noch dazu, dass wir zu zweit halt... einmal die Woche.
dass wir also zwei ziemlich kacke sind irgendwie. Aus einem Zerg. Ja, toll. Ist eigentlich eine Rasse, die ich mittelprächtig kann. Wenn wir Protoss gewesen wären, hättest du alles alleine machen müssen. Ich freue mich auf den Moment, wo wir Protoss sind, weil dann muss sie Rita komplett übernehmen. Ja. Weil als Zerg, als Terra kann ich mich ja noch darum kümmern, aber als Protoss läuft's nicht. Da kann, bei Terra habe ich wenig Ahnung, wie man was wo macht und so. Und bei Zerg sind wir in etwa gleich. Gleich schlecht, würde ich sagen. Zerg habe ich ja angefangen. Damals, ja. Vor 2 Jahren. Ich habe damals mit Protoss angefangen, das Serie. Also bin dann auf Terra umgestiegen und bin jetzt Zerg. Aber egal, wir wollen nicht drüber reden. Wir hoffen, dass wir das Game of Nikoyoma noch irgendwie gedeichselt bekommen haben mit dem guten Gladiator-Pick. Und bewerbt euch mal wieder dafür, ja. Jetzt geht's ja wieder relativ gut los. Jetzt die Woche wird anstrengend, die jetzt kommt für uns beide. Ich bin sehr viel arbeiten. Und dementsprechend kann vielleicht passieren, dass da ein oder andere Video mal komplett ausfallen wird. Außer die gute Maxi und der gute Bacillo überlegen sich da was Cooles vielleicht. Wer weiß. Wir verabschieden uns ins Wochenende. Euch ins Wochenende heißt das natürlich. Könnt Deutsch. Richtig gut. Deutsch. Und wir sehen uns dann am Montag spätestens wieder. Haut's rein. Tschüssi.